haben, habe jetzt die Möglichkeit, eine Stunde lang hier zu Ihnen zu sprechen über dieses Projekt, über eins meiner Projekte, das da eben heißt Shift Happens, also Veränderung geschieht. Das ist auch ein Buchtitel, aber es ist eben auch der Titel eines Radioprogramms. Ich mache jeden Donnerstag eben. Wer hört denn sonst noch Hay House Radio? Vielleicht hier? Manche von euch. Ja. Also Hay House Radio muss ich euch wirklich empfehlen. Kann man im Internet sich anhören. Ist kostenlos, phänomenal. Cheryl Richardson, die dann nachher spricht, die hat auch eine tolle Show. Sie hat auch mich sehr unterstützt, so eine Show zu machen, und Wayne Dyer auch, Louise Hay auch. Also man hört die Leute häufig eben in diesen Shows, und es ist wirklich was ganz Tolles. Und auch eine tolle Möglichkeit, dann ein bisschen mehr noch über die Themen zu hören. Ne? Gabrielle Bernstein, die nächstes Jahr kommt, die heiratet übrigens heute. Deswegen ist sie nicht hier. Ne? Es ist natürlich schon ein Grund, nicht hierher zu kommen. Ne? Gabrielle Bernstein, also die kommt dann nächstes Jahr im März. Sie hat auch eine Show. Also Shift Happens ist eben auch eine Radioshow, auch ein Online-Programm, wo ich eben auch verschiedene Leute interviewt habe, Cheryl Richardson zum Beispiel und Louise Hay, wo wir uns einfach angeschaut haben, welche Veränderungen gibt es denn da in unserem Leben, und zwar sowohl auf der persönlichen als auch auf der kollektiven Ebene, und wie werden wir denn da herausgefordert zu wachsen, sowohl auf der individuellen als auch auf der menschlichen Ebene insgesamt. Also welche großen Veränderungen passieren denn gerade? Und deswegen will ich jetzt so fünf Ideen, fünf Gedanken hier präsentieren, ein bisschen was von meiner Arbeit erzählen. Und ich beginne hier mal mit dem Identitätsprinzip. Ein Identitätsprinzip stelle ich mir vor als ein Prinzip, das uns ermutigt, unsere Beziehung zu uns selbst zu erforschen. Denn ich denke, im Grunde genommen ist die Art und Weise, wie wir die Welt wirklich verändern können, dadurch, dass wir bereit sind, unsere Beziehung zu uns selbst anzuschauen. Und wenn wir bereit sind, uns selbst wieder anzuschauen, ohne Be- oder Verurteilungen, einfach neugierig und bereit zu erfahren, wer wir wirklich sind, dann öffnet sich eine riesige Welt voller Möglichkeiten. Das ist also das Prinzip, lautet: Egal wie viel Selbstverbesserung Sie anstreben mögen, das kann nie ersetzen einen Mangel an Selbstakzeptanz. In meiner Arbeit spreche ich von der Geschichte der zwei Selbste. Und in der Geschichte der zwei Selbste entwickelt sich so die Geschichte unseres Lebens, und hoffentlich kommen wir irgendwann zur Wahrheit dessen, wer wir sind und was wichtig ist. Das erste Selbst ist das Selbst, das ich das unkonditionierte Selbst nenne. Das ist das ursprüngliche Du. Das ist das Selbst, als das du erschaffen wurdest. Das ist das Selbst, mit dem du in Bezug warst, bevor du noch begonnen hast zu denken, dass du ein Körper bist, bevor du dich begonnen hast, mit deinem Namen zu identifizieren oder mit einer Nationalität, und bevor du noch einen Pass bekommen hast. Das war das Selbst, das schon existierte, bevor du noch begonnen hast, über Kalorien und Cholesterin nachzudenken und Schulnoten und mit wem du ausgehen könntest und Hypotheken und glutenfreie Ernährung. Das ursprüngliche Ich also. Und das andere, in anderen Traditionen ist das manchmal bezeichnet als der ursprüngliche Segen. Du wurdest einfach wunderschön erschaffen. Es fehlt nichts an dir oder in dir. Es ist alles in Ordnung mit dir. Die Schöpfung hat da eine wunderbare Aufgabe erledigt und hat dich wunderbar geschaffen. Oder in der buddhistischen Tradition wird dieses unkonditionierte Selbst bezeichnet im Wesentlichen als das ursprüngliche Gesicht. Das ist ihr ursprüngliches Gesicht, bevor sie dann begonnen haben, ein Gesicht aufzusetzen, sozusagen, das sie der Welt zeigen wollten, bevor sie sich selbst als
Image erlebt haben oder bezeichnet haben oder bevor sie begonnen haben, eine Rolle zu spielen, also in das ursprüngliche Gesicht bei den Buddhisten. Und bei den Buddhisten heißt es, wir alle werden als Buddhas geboren, weise und bereits erleuchtet und beginnen dann erst zu vergessen. Und in diesem Vergessen entfaltet sich dann das Drama unseres Lebens. Aber wir alle entstehen eigentlich als Buddhas. Und ich habe da auch ein paar Hinweise darauf, ein paar Beweise dafür. Wir werden alle als Buddhas erschaffen. Das ist also das unkonditionierte Selbst. Aber dann kommt natürlich dieses andere Selbst noch daher. Ich bezeichne das oft als das erlernte Selbst. Aber ein Mann namens Freud hat da dazu gesagt, das ist das Ego. Dieses Gefühl eines getrennten Selbst. Die Griechen würden das vielleicht als Persona bezeichnen, eine Persönlichkeit oder Maske oder Alfred Adler oder Viktor Frankl, Erich Fromm, Leute, die mich sehr, sehr inspiriert haben und auch hier ja in dieser Gegend aufgewachsen sind, die haben sich alle auf die Persönlichkeit bezogen und denen war klar, dass die Persönlichkeit nicht das Gleiche ist wie die Essenz dessen, wer wir sind. Die Persönlichkeit ist unser Selbstimage, unser Selbstbild und unser Selbstkonzept. Und dieses Image, dieses Bild reflektiert manchmal auch unsere Weisheit und unsere Schönheit, aber manchmal vergessen wir in diesem Selbstbild auch, wer wir eigentlich sind. Und da beginnen wir uns dann schön zu machen, liebenswert zu machen. Und das ist das große Dilemma. Wenn wir eine Beziehung zu uns selbst entwickeln, dann müssen wir sehr klar sein, in Bezug auf diese kleine Stimme, die ja die ganze Zeit mit uns spricht. Ne? Welche Stimme da jetzt spricht? Wenn ich jetzt also so etwas zu mir sage wie, ich bin nicht gut genug, welche Stimme hat das denn gesagt? Ist es das unkonditionierte Selbst, das mir sagt, ich bin nicht gut genug? Oder ist es das Selbstbild, das erlernte Selbst? Wenn ich sage, ich bin nicht bereit, ich werde bereit sein, in 18 Monaten werde ich bereit sein, aber ich bin noch nicht bereit. Welche Stimme hat das denn gerade gesagt? Oder wenn ich höre, dass ich sage, ich bin nicht kreativ, welche Stimme hat das denn gerade gesagt? Da müssen wir wirklich sehr achtsam sein, da in unserem Hinhören, damit wir den Unterschied auch klar erkennen. Grundlegend, glaube ich, passiert hier Folgendes. Das unkonditionierte Selbst, das kennt die Wahrheit dessen, wer wir sind. Aber wenn wir diese Wahrheit vergessen, dann beginnen wir eine Geschichte über uns zu entwickeln. Und diese Geschichte, wenn die nicht gleich ist wie die Wahrheit dessen, wer wir sind, dann wird diese Geschichte zu unserer Lüge, zu unserer Neurose. Alfred Adler, große Inspiration für mich, wirklich. Er hat gesagt, der Neurotiker, also die Person, die neurotisch ist, die wird ans Kreuz genagelt von ihrer eigenen Geschichte. Wir werden also von unserer eigenen Geschichte ans Kreuz genagelt. Wir vergessen, wer wir sind, wenn wir beginnen, uns selbst Geschichten darüber zu erzählen, dass wir nicht gut genug sind und nicht liebenswert und nicht klug genug und nicht schön und so weiter. Das heißt, das unkonditionierte Selbst, das beruht auf dem Prinzip der Selbstakzeptanz. Das unkonditionierte Selbst lädt Sie und mich ein, zu akzeptieren, dass wir ganz wunderbar erschaffen wurden und dass alles mit uns völlig in Ordnung ist. Das erlernte Selbst sagt, oh, mir gefällt diese Idee der Selbstakzeptanz und ich werde dann Selbstakzeptanz praktizieren, aber zuerst muss ich mich selbst verbessern. Die Selbstverbesserung steht also davor. Und wenn ich mich selbst verbessert habe, dann kann ich mich akzeptieren. In 18 Monaten sollte ich das schaffen. Also 18 Monate ungefähr Selbstverbesserungsprogramm und dann nach 18 Monaten kann ich mich akzeptieren. Also wenn Sie so sind wie ich, dann ging es Ihnen auch so, dass während ich so 20 war, 30 war, da habe ich dann immer gehofft, dass diese 18 Monate kürzer werden. Aber diese 18 Monate blieben immer 18 Monate in meine Zukunft. Ich wartete ganz lange auf das Ende der 18 Monate. Und so erkannte ich dann letztlich, dass ich da in eine Falle gefallen war. Anstatt wirklich so authentisch zu sein und wahrhaftig mir selber gegenüber, habe ich versucht, mich zu verändern und mich neu zu erfinden und habe immer wieder versucht, mich zu einem besseren Menschen zu machen.
Da gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die uns ermutigen, uns selbst neu zu erfinden und zu verbessern. Gibt es ganz viel Druck, ne, dass wir uns verändern sollen und neu erfinden sollen. Hier sind so ein paar Beispiele für so ein paar Zeitschriften mit ganz wesentlichen Artikeln darüber. Ich habe einfach gedacht, ich mache da jetzt mal so eine Umfrage sozusagen, jetzt in Bezug auf Zeitschriften, die alle vorschlagen, wir sollen uns verbessern. Hier steht oben, erfinde dich neu. 74 sehr kluge Möglichkeiten, sich selbst neu zu erfinden. 74, nicht schlecht, ne? Kam aber in der Meinungsumfrage dann als letztes raus. Das zweite, 235 neue Wege, das Leben ganz neu umzugestalten. Also 235 ist natürlich wirklich sehr gut. Das kommt monatlich raus, ne, diese Zeitschrift. Also nächsten Monat könnte es dann noch mehr Möglichkeiten geben. Aber jetzt sind das mal 235, ne, sich neu zu erfinden und zu verbessern und zu verändern. Und jetzt 325 Möglichkeiten zu einem großartigen neuen Du. Das ist doch wirklich sehr gut, würde ich sagen, oder? Besonders, wenn man mal bedenkt, dass der Buddha ja nur 8 Ideen hatte. Also 325, da lohnt es sich wirklich, da Geld reinzustecken in diese Zeitschrift. Ne? Ich hoffe mal, dass wir da was Gutes finden. Und hier drüben nur kurz, müde, gestresst, deprimiert, geben Sie Ihren Hormonen die Schuld. Und ich sage, nein, ich bin müde, gestresst und deprimiert, weil ihr versucht, mich zu verändern auf 325 verschiedene Arten. Deswegen bin ich müde, gestresst und deprimiert. Aber es hat trotzdem noch nicht gewonnen. Ne? Hier gibt es jetzt 348 Möglichkeiten, ein großartig leistbares neues Du zu erleben. 470 neue Aussehensmöglichkeiten, 581 Möglichkeiten, den Stil mit neuer Energie zu versorgen. Übrigens, in Bezug auf Kleider, jetzt kaufen, für immer tragen. Wer hat denn das schon jemals gemacht? Das war also ganz gut, aber diesen Monat war der Gewinner eine Männerzeitschrift. Das waren alles Frauenzeitschriften, ne? Aber ich will die Männer ja nicht rauslassen. Der Gewinner war also Men's Health. 1789 lebensverändernde Tipps für Gesundheit, Ernährung und Stil. 1789. Das hat gewonnen, eindeutig. Da steckt schon eine gewisse Verrücktheit drin. Und das ist also die Selbstverbesserungsfalle, wie ich sage. Wenn wir da nicht aufpassen, dann versuchen wir schon, uns zu verändern, bevor wir uns jemals wirklich kennengelernt haben. Und das ist die Falle. Und der Schlüssel ist der, in der Lage zu sein, zu verstehen, wer wir wirklich sind. Das Wunder der Selbstannahme, das ist etwas ganz Fantastisches. Und ich sage immer, sich selbst zu akzeptieren, das ist so gut, das sollte jeder zumindest einmal in seinem Leben probieren. Und Selbstakzeptanz bedeutet, bereit zu sein, sich so zu sehen, wie man ist, wenn man sich nicht bewertet. Also sich selbst erfahren zu können, ohne Wertungen dabei. Das ist ja die Angst bei der Selbstakzeptanz. Wenn ich mich so nehme, wie ich bin, dann verbessert sich ja nichts an meinem Leben. Aber meiner Erfahrung nach sieht es so aus, wenn Menschen bereit sind, Selbstakzeptanz zu praktizieren, wenn sie das also in Betracht ziehen, dass wir wunderschön sind, dass wir Weisheit in uns tragen, Talente, wenn wir uns nur so zeigen, wie wir sind. Und wenn wir das akzeptieren, dann verbessert sich meiner Erfahrung nach unser ganzes Leben. Und das ist das Wunder bei der Sache.
Sache. Und in allem, was ich geschrieben habe, ermutige ich immer wieder dazu, dass wir in unserer täglichen spirituellen Praxis ja uns selbst brauchen. Wir versuchen nicht länger jemand anders zu sein, sondern herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und die Möglichkeiten, die darin stecken, uns wirklich selbst zu begegnen, die sind enorm. Einer meiner Lieblingsautoren ist Erich Fromm. Er hat ja ein Buch geschrieben namens Die Kunst des Seins. Und darin sagt er, wir verbringen so wenig Zeit damit, zu sein, wer wir sind. Wir sind immer hinter irgendetwas her. Der Schlüssel aber liegt darin, dir selbst zu gestatten, wer du bist und zu entdecken, wie wunderbar du gestaltet wurdest. Das war so das erste Prinzip. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Prinzip. Dieses Prinzip hat mit Glück zu tun. Es gibt einen enorm großen Unterschied zwischen der Suche nach Glück und seiner eigenen Freude, dem, was einen Freude macht, zu folgen. Ich habe also Psychologie studiert und mich da 6 Jahre lang mit allen möglichen miesen Dingen wie Neurosen, Psychosen, Depressionen, Langeweile, Leiden beschäftigt. Alles, was man sich so vorstellen kann. 6 ganze Jahre lang. Und in diesen 6 Jahren gab es nur einmal einen Vortrag zu Glück. Einen einzigen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wenn uns das entgangen wäre, dieser eine Vortrag zu Glück. Ich bin dort gewesen, aber ich muss sagen, mit Frohsinn hatte das nicht gerade etwas zu tun. Im Grunde hat man uns gesagt, Glück sei eine angenehme Emotion ohne jeden evolutionären Wert. Nett, aber letztendlich spielt es keine große Rolle. Ja, frohe Psychologen treffen, das ist wirklich ein großer Punkt. Und außerdem dürfen Sie nicht vergessen, ich bin aus England, also von daher, ich bin sicher, das hat auch seinen Einfluss gehabt. Aber auf einen einfachen Nenner gebracht. Ich habe also dann in meiner Arbeit das sogenannte Happiness-Projekt auf die Beine gestellt. Und damit hat sich in meinem Leben enorm viel verändert. Das war einer der größten Sprünge für mich selbst. Und das habe ich also gemacht über das nationale Gesundheitswesen in England und wir haben ein 8-Wochen-Programm auf die Beine gestellt, hinter dem einfach der Gedanke stand, über 8 Wochen hinweg immer wieder über Glück zu sprechen. Mehr nicht, ne? Und ich konnte da nichts zu vermitteln damals, weil ich verstand ja selbst nicht davon. Ich war also gerade als genesender Psychologe. Aber wir haben uns gesagt, wenn man also über Glück redet ganz viel, dann gewinnt man vielleicht eine gewisse Klarheit. Und dieses Programm haben wir also auf die Beine gestellt und daraus ist ein 15-minütiger Dokumentarfilm gemacht worden, bei dem 2 Gruppen von Wissenschaftlern gemessen haben, welche Entwicklung die Leute gezeigt haben, die mein Programm mitgemacht haben. Und die Ergebnisse sind in Großbritannien veröffentlicht worden und weltweit und wir haben über 12 Millionen Leute gehabt, die das im Fernsehen geschaut haben. Und was wir ermittelt haben über die Leute, die die 8 Wochen mitgemacht haben, das war, dass die einen Wissenschaftler von der Oxford University ermitteln konnten, dass die Arten von Dingen, über die Sie und wir Bescheid wissen, also die Dinge, die wir so praktizieren in unserem Alltag, wie etwa Meditation und Affirmationen und Dankbarkeit immer wieder zu mobilisieren und Vergebungsübungen, dass diese Dinge absolut Auswirkungen haben auf uns, vor allem wenn wir das konsequent durchziehen. Und das ist der Schlüssel. 8 Wochen lang haben wir das nämlich genau so gemacht. Wir haben täglich diese spirituelle Übung gehabt, statt nur hier und da. Haben Sie den Witz schon mal gehört, nach dem Motto, ich habe eine tägliche Praxis fast jeden Tag. Also ich meditiere fast jeden Tag. Ich meditiere fast. Ich meditiere immer fast. Ich meditiere immer fast am Montag oder immer fast am Dienstag. Also tendenziell mache ich das ja schon immer, aber manchmal wird es ein bisschen viel im Leben. Und wir haben es also konsequent gemacht, 8 Wochen lang. Und eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern, die Hirnfunktionen maß, die saß in Madison, Wisconsin, die konnte uns zeigen, dass durch die Art von Meditation, die sie und ich so praktizieren, absolut Auswirkungen stattfinden auf die Hirnfunktionen.
Und das war wunderbar, das erkennen zu können. Und nach dem Dokumentarfilm kam immer wieder die Frage, was machen Sie eigentlich? Was ist der Unterschied? Und ich habe gesagt, bei meiner Arbeit liegt der Schlüssel wirklich darin, Menschen zu helfen, die Suche nach Glück aufzugeben. Wenn Sie wirklich glücklich sein wollen, dann müssen Sie bereit sein, die Suche nach dem Glück aufzugeben. Und das macht enorm viel aus. Es ist ein solcher Unterschied zwischen der Suche nach Glück und seinem Weg, der einem Freude macht, zu folgen. Können Sie das spüren? Diese Suche nach Glück, können Sie das spüren, wie wir dadurch sofort neben uns stehen? Und immer können Sie das sehen, wenn Sie suchen nach Glück, dass wir irgendwo außerhalb sind. Wir sind immer auf der Jagd nach irgendetwas. Und oft richten wir den Blick in die Zukunft und wir hoffen, irgendwann sind wir einmal glücklich. Und wir können glücklich werden in, ja, vielleicht anderthalb Jahren. Es dauert so anderthalb Jahre, dann sind wir wirklich, wirklich glücklich, sagen wir uns. Und wenn Sie, aber spüren Sie mal nach, was das heißt, dem folgen, was dir Freude macht, folge deiner Freude, deinem inneren Glück. Ah, das ist was, was innen ist, das ist wirklich was ganz Intimes. Ich richte den Blick nicht auf die Außenwelt, sondern in mich selbst hinein. Ich jage nicht hinter irgendetwas her, sondern ich wähle. Und wenn Sie also der eigenen Freude folgen, dann geht es nicht darum, glücklich zu werden, sondern es geht um das Sein. Also wir sind dabei, zu lauschen auf die inneren Signale. Und ich bin ernstlich der Überzeugung, dass in jedem und jeder von uns dieser Ruf zur Freude existiert. Und dieser Ruf vor Freude, auf den müssen wir lauschen. Da heißt es hinzuhören, wo ist die Freude? Und da heißt es einfach nur genau darauf zu achten, wo bin ich am glücklichsten? Wann fühle ich mich am lebendigsten? Wann habe ich das Gefühl, ich bin in Kontakt mit dem, wozu ich da bin? Wann kriege ich Energie? Wann fühle ich mich, als stünde ich mit etwas Größerem in Verbindung als nur meinem Ego? Und in diesem Lauschen auf solche Momente beginnen wir eine Erfahrung zu bekommen davon, was es bedeutet, unserer Freude zu folgen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das der große Schlüssel zum Glück auf diesem Planeten ist. Wir müssen bereit sein, die Suche nach Glück aufzugeben, um das Fundamentale zu erfahren, nämlich, dass wir mit intaktem Glück in uns auf diesem Planeten gekommen sind und dass wir das mit dem Planeten, mit der Welt zu teilen haben. Das ist also das zweite Prinzip. Jetzt kommen wir zum dritten Prinzip. Und dazu möchte ich Ihnen etwas erzählen von einem Buch namens Authentic Success, authentischer Erfolg. Und mit dem Prinzip hat sich in meinem eigenen Leben enorm viel getan. Und das lautet, wenn Sie, solange Sie leben, brauchen Sie Hilfe. Und darauf wollen wir jetzt einmal eingehen. Und wenn ich darf, möchte ich dazu mal eine kleine Geschichte erzählen. Die liegt lange Jahre zurück. Es war einmal ein Zeitpunkt, wo ich ein Buch schrieb, und zwar ein Buch über Stress. Und ich schrieb dieses Buch und es lief ziemlich gut damit, bis meine Festplatte gecrashed ist, ohne jede Warnung. Hat das jemand auch schon mal erlebt? Ohne Vorwarnung. Ja, ich hoffe, Sie können sich das vorstellen. Also ich schreibe ein Buch über Stress und dann passiert sowas. Also man sollte aufpassen, worüber man schreibt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wir haben versucht, das Problem zu beheben mit der Festplatte. Nichts tat sich. Und ich war wirklich, wirklich ziemlich durcheinander, weil es lag zum Teil auch daran, dass ich nicht viel Backups gemacht hatte. Ich hatte das also nicht anderweitig noch einmal gesichert, zumindest nicht vieles davon. Und das war wirklich für mich, ich war ziemlich verzweifelt. Und mir fiel nichts Besseres ein, als ein Gebet zu sprechen. Und ich sagte dann sozusagen, lieber Gott, du wirst dir gar nicht vorstellen können, was gerade passiert ist. Aber also ich bringe Gott rein in dieses, also ich aktualisiere, ich bringe Gott auf den neuesten Stand im Hinblick auf die Situation. Und plötzlich kommt da dieses erstaunliche Gefühl in mir. Und ich höre dann folgende Worte in meinem Kopf: Alles ist gut. Wow, alles ist gut.
Und dann denke ich, ich glaube, Gott hat mich nicht so richtig verstanden, in welcher Situation ich da bin. Ist ja sehr nett, aber dass er das sagt. Aber ich schreibe gerade über ein Buch über Stress schließlich. Und ich habe nur noch 20 Tage, dann kommt die Deadline. Ich muss das abgeben und das ist mein erstes Buch und ich bin schon ziemlich in Panik. Übrigens, 20 Tage hatte ich noch, aber 8 von diesen Tagen waren von Tagungen in Beschlag genommen. Also hatte ich eigentlich nur 12 Tage und dann muss ich 50.000 Wörter einreichen und keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und ich denke bei mir, dass diese Antwort alles ist gut, wahrscheinlich für jemand anders bestimmt ist und für das Problem dieser Person. Nicht meines. Aber ich erzähle Ihnen die Geschichte natürlich aus folgendem Grund jetzt, dass sich trotzdem etwas getan hat für mich. Innerhalb, vielleicht nach einer halben Stunde nach dem Gebet, kam ein Telefonat von dem Personalleiter, der Personalleiterin der Firma, wo ich eine Konferenz veranstalten sollte. Und sie rief mich an und sie sagte, es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihnen leider sagen, wir müssen das Programm nächste Woche verschieben. Es tut mir leid, dass es jetzt so kurzfristig stattfindet und alle Unannehmlichkeiten, dass es Ihnen vielleicht bereitet. Wir bezahlen Sie natürlich trotzdem vollständig. Ich habe versucht, enttäuscht zu klingen. Und war schwierig. Ich musste mir wirklich vorstellen, ich bin 10 Jahre alt. Ich werde mir seit 10 Jahre älter, also erwachsener, ne? Und das dann rüberbringen. Und habe dann gesagt, ja, ich danke Ihnen. Und später, ich glaube noch am gleichen Tag, wurde noch ein Termin abgesagt und am nächsten Tag dann noch einer. Und sonst sind nie Termine abgesagt worden und ich war so dankbar dafür, dass die jetzt reinkamen, weil jetzt hatte ich den Raum fürs Schreiben. Und etwas, was ich sagen werde zu Veränderungen und zu Veränderungen, die eintreten, das ist, wenn wir wirklich etwas verändern wollen in unserem Leben, dann kann es wirklich hilfreich sein, Raum zu schaffen für uns. Manchmal entscheiden wir uns dafür selbst und manchmal entscheiden wir uns nicht selbst, sondern wir bekommen den Raum plötzlich. Und vielleicht ist das, sind wir überflüssig irgendwo und wir haben vielleicht eine Krankheit. Vielleicht sind wir plötzlich arbeitslos. Und vielleicht haben wir irgendwelche Gründe, warum wir plötzlich nicht mehr so beschäftigt sind. Wir hätten alle gute Gründe, nicht hier zu sein, dieses Wochenende. Und wir haben aber versucht, uns diesen Platz zu schaffen, richtig? Und hier also der folgende Punkt, und das hat für mich so viel geändert. Bis zu diesem Buch, bis zu diesem Zeitpunkt, war ich ein Mensch gewesen, den ich mal beschreiben würde als sehr selbstgenügsam. Ich habe immer nur auf mich gezählt, wenn ich etwas machen musste. Ich dachte, das ist eben angesagt. Und ich war also ein sehr unabhängiger Mensch. Und das bedeutete, ich habe hart gearbeitet, habe nie um Hilfe gebeten, sondern einfach versuchen, Sachen abzuwickeln, ohne irgendjemanden damit auf die Nerven zu fallen. Ja, und jetzt musste ich 50.000 Worte schreiben innerhalb von 20 Tagen. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie würde mir das nicht so glücken, wenn ich das so angehe wie sonst immer. Ich habe mir gesagt, diesmal muss ich um Hilfe bitten und das habe ich dann gemacht. Und das habe ich gemacht auf eine Weise, die ich mir sonst nie erlaubt hätte zuvor. Und die Erfahrung, die ich sich dann einstellte über die nächsten 20 Jahre, war so etwas von wunderbar. Weil diese 20 Tage über hatte ich das Gefühl, dass das Leben mir half, das Buch zu schreiben. Wo ich auch hinging, wo ich mich auch hinbegab, immer gab es Hinweise und Zeichen und helfende Hände. Ich fuhr so über die Straße entlang und dann sah ich so eine große Plakatwand mit einem Zeichen darauf und irgendwie zeigte mir das etwas auf für mein Buch oder ich hörte irgendetwas im Radio, ein Interview vielleicht oder ein Gedicht oder einen Song oder vielleicht ist irgendetwas in der Meditation auf einmal da gewesen oder ein Freund gab mir einen Artikel und hat gesagt, hast du das eigentlich schon mit einbezogen? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als würde das ganze Leben mir helfen, dieses Buch zu co-kreieren. Und als ich dann fertig war damit, hatte ich ganz ehrlich das Gefühl, dass es nicht vollkommen stimmte, zu sagen, ich habe das Buch geschrieben, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, alle hatten mir geholfen dabei, das Buch zu schreiben. Und ich erlebte, dass da immens
viel im Fluss war. Okay, jetzt zu Nummer 4, das vierte Prinzip. Und das muss ich hier weitergeben, weil das ist meiner Erfahrung nach so zentral für Wachstum und Veränderung in Ihrem Leben. Die Welt ist mit deiner Vergangenheit fertig, wenn du es bist. Und wir müssen deshalb von Vergebung sprechen, denke ich einmal. Und noch eines, das letzte Prinzip. Und das ist also das, was in der allerneuesten Zeit bei mir sich ergeben hat. Dann sind alle auf dem neuesten Stand, nämlich das Liebesprinzip. Der größte Einfluss, den du haben kannst in jeder Situation, ist in der Gegenwart der Liebe zu sein. Letztes Jahr habe ich also dieses Buch geschrieben mit dem Titel Lovability. Unsere größte Freude liegt darin, lieben zu können ohne Ecken und Kanten. Davon bin ich überzeugt. Erich Fromm lehrt das auch. Das Ziel deines Lebens, sagt er, ist nicht einen Menschen zu lieben, sondern alle zu lieben. Und erst wenn du bereit bist, alle zu lieben, wirst du letztendlich auch in der Lage sein, überhaupt einen konkreten Menschen zu lieben, weil das ist die Natur der Liebe. Unsere größte Freude liegt also darin, einen Weg zu finden zu Liebe, die keinerlei Ecken und Kanten kennt. Caroline Mace sagt, dein größtes Leid liegt darin, dass du mehr lieben könntest, aber du tust es nicht. Letzten Endes denke ich also, wir werden aufgerufen, einfach nur zu lieben, zu lieben, zu lieben und die Liebe zu bitten, uns zu zeigen, wie wir lieben sollen. Und ich denke darum, das hilft uns letztendlich, uns zu erinnern an das bedingungslose Selbst. Das hilft uns letztendlich, unserer Freude nachzugehen. Das hilft uns, offen zu sein und zu empfangen für all die großartige Hilfe, die zur Verfügung steht. Das hilft uns, zu vergeben im Hinblick auf das, was vergangen ist, weil wir wissen, das Beste kommt noch. Und so geht es weiter für uns. Und ich möchte abschließend sagen, fundamental, und ich hoffe, das gibt viel Anlass zur Hoffnung, ist es nie wirklich zu spät. Obwohl wir vielleicht diese 18 Monate schon abgewartet haben, bevor wir wirklich loslegen, ist es so, dass wir in jedem Moment unseres Lebens von vorn beginnen können. Und in jedem Moment können wir uns erinnern, dass wir nicht nur hierher gekommen sind, um gut auszusehen. Wir sind nicht hierher gekommen, um perfekt zu sein. Wir sind nicht wirklich hierher gekommen, um normal zu sein. Wir sind nicht hierher gekommen, um keine Risiken einzugehen. Das ist nicht also der Sinn unseres Lebens, gefahrlos unserem eigenen Tod entgegenzukommen, an dem Punkt anzukommen. Wir sind letztlich nicht gekommen, um der Suche nach dem Glück willen. Wir sind auch nicht hierher gekommen, um uns zu verstecken, sondern wir sind hierher gekommen, denke ich, um unserer Freude zu folgen und sie auszudrücken, in dem Wissen, dass wir uns auf dem Weg lieben und unterstützen wechselseitig. Und immer wenn wir in Versuchung geführt werden, etwas wieder für 18 Monate hinaus zu zögern, nach dem Motto, leben Sie jetzt, schieben Sie später auf. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Leute, danke.